Hallöchen meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es in dieser tollen Reihe der Geburtssteine weiter. Ihr seht, ich bin schon ein bisschen grün was ich so in grün finden konnte. Grün habe ich nicht wirklich viel, aber ich habe das genommen, was ich gefunden habe. Und gut. Ja, wer die Folgen davor noch nicht geschaut hat, da kläre ich nochmal auf, worum es geht. Das Konzept der Geburtssteine reicht Jahrhunderte zurück und man glaubt, dass jeder Stein seine eigenen einzigartigen Heilkräfte besitzt. Jeder Monat im gregorianischen Kalender hat seinen ganz eigenen Geburtsstein, also 12 Monate, 12 verschiedene Steine. Und Januar, Februar, März, April haben wir schon gemacht und wir sind jetzt bei Mai. Und Mai ist der Smaragd, also richtig schön grün. Deswegen, ich habe irgendwie nichts Grünes gefunden, aber ja. Smaragd geht eher ins Dunkelgrüne und da habe ich natürlich auch wieder zwei Anhänger. Die sind so richtig schön dunkelgrün, ne? Das sind die beiden Anhänger. Also wer Interesse an so einem Anhänger hat, der schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Bis jetzt sind immer alle weggegangen. Da freue ich mich drüber, dass ihr, dass ihr daran Freude habt. Und ja, das ist, wie gesagt, Smaragd-Anhänger für Mai. Wer Interesse hat, schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Und ja, dann schauen wir mal, an wen die beiden Anhänger gehen. Also jeweils einen. Genau, also Smaragd, was sagt uns denn der liebe Smaragd? Lange Zeit von Kleopatra geliebt, gehören Smaragde zu den seltensten Edelsteinen der Welt. Sie stehen für Hoffnung und glückselige häusliche Partnerschaft. Der Smaragd bringt Loyalität, hält Partnerschaften im Gleichgewicht, weshalb er auch als der Stein der erfolgreichen Liebe bezeichnet wird. Na, das ist doch schön. Und ja, ich habe lange gesucht und ich glaube 3 Paletten gefunden, wo ich mich dran bedienen kann, von wegen Smaragdgrün. Da habe ich einmal die Lacura-Palette vom Aldi, ist die. Also da habe ich 2 Grün, aber Smaragd ist eher, geht ins Dunkle. Ne? Grün. Dann haben wir hier noch die Reba Loves Me Loud and Proud Palette. Das ist dann die grüne Reihe. Die hat mich auf jeden Fall sehr angesprochen. Aber eher auch, denke ich mal, das Dunkle. Gut, wir können jetzt nicht nur dunkel in dunkel, ne? Weiße Taube auf weißem Grund, das geht ja auch nicht. Und die hatte ich euch, glaube ich, auch noch gar nicht gezeigt in allen Schminki. Die So Dope Palette von Make-up Obsession. Da hast du natürlich auch schön Grüntöne drin. Aber hier oben das Grün kommt natürlich dem Smaragd sehr nah. Jo. Und ich würde sagen, wir setzen jetzt erstmal unser Auge. Muss mal gucken, ob hier überhaupt irgendwo. Ja, wir nehmen die von Loud and Proud hier vorne das Weiß. Und dann geht's los. Ich werde jetzt erstmal mein Büchlein hier zur Seite legen, wo ich mir immer alles rein notiere, um ja, mit Wissen zu punkten. Ja, ich habe das Wissen bei Wikipedia geklaut. Ja. Also, oh. Hallo? Ich weiß nicht. Oh Gott. Ja. Oh nein, was ist das denn? Oh je. Okay, das ist sehr weiß. Und ich gehe da richtig mit Schmackes ran. Okay. Ja. Naja, ist egal. Ist egal, ist egal, ist egal, ist alles egal. Ich wollte sowieso mal, weil ich das schön finde, wie Tanja das immer macht, ne? Von Tanjas Colorful World, die hat ja auch immer so schön weiß. Und da hatte ich sie schon mal nachgefragt. Und wie es aussieht, habe ich jetzt ein Weiß. Ja. Und Weiß kannst du natürlich auch schön wegmachen, ne? Okay. Ich gehe da so rein. Ich dachte, oh ja, hier, Reva loves me, ne? Da kriegst du eh nicht sowas aufs Auge. Ja, von wegen. Oder? Gekrisselt in der Palette, ja? Aber das Weiß ist echt gut. Und wenn ich das Weiß gleich habe, dann klebe ich mir natürlich meine Augen ab. Das hört sich immer an, ne? Also die Ränder. Damit ich ein akkurates Ergebnis habe, so wie mir das gefällt.
Jo, also, meine Lieben, es wird heute grün, ne? Grün, grün, grün ist alles, was ich liebe. Grün mag ich sehr gerne auf dem Auge. Finde ich sehr frisch. So, ich denke, da werde ich auch ein helles Grün mit reinnehmen, weil es sonst einfach zu dunkel wird, das Make-up. Und das will ich ja auch jetzt nicht so, ne? So. Ich hätte nicht gedacht, dass das Weiß so weiß ist. Wow. Na gut. Wir sind ja hier, um uns auszuprobieren. Ich glaube, meine Tesa-Rolle ist bald, neigt sich dem Ende zu. So. Ja, haben wir es doch gut gesettet, oder? Jo, mit welcher Farbe fangen wir denn an? Ich glaube, ich werde diese Farbe hier nehmen. Das Pan. Die Farbe. Für. Ja. Für meine Lidfalte. Ja, ich hatte schon einen Pinsel liegen. Also, ich muss mir unbedingt nochmal welche von diesen Pinseln hier bestellen. Von diesen Doe Color Pinseln. Die sind echt, echt super. Ja, die gibt es, glaube ich, beim Pink Panda und. Ach, da kommt man ja durcheinander, ne? Ich glaube bei Revolution auch. Oh, das ist auf jeden Fall ein schönes Grün. Und das geben wir uns jetzt mal in die Lidfalte. Weil das sind echt tolle Pinsel, die auch nicht durchs Waschen irgendwie kaputt gehen oder, ne? Die mag ich. Und die kriegt man auch oft für günstig Geld, sind oft auch mal runtergesetzt. Das waren, glaube ich, die hier auch. Die waren auch von Doe Color, genau. Doe Color. Doe Color. Doe Color. Genau, die waren auch runtergesetzt, diese neongelben. Und da. Ja. Die kaufe ich immer gerne. Also da habe ich welche gefunden, die ich echt mag, weil diese hier mit diesen Holzpin, ne? Das waren meine ersten von Kadrin. Das war irgendwie vom Amazon bestellt. Die kannst du in eine Tonne kloppen. Da habe ich jetzt den Experten auch einiges gegeben, weil der ja Pinsel gesucht hat zur Reinigen seines PCs. Und da habe ich gesagt, hier, die alten kannst du haben. Die brauche ich nie mehr. Ja, und dann hat er die bekommen von mir. Wie gesagt, da muss ich mir da mal. Man muss ja auch mal Pinsel ausmisten, ne? Irgendwann müssen da auch mal welche weg. Die kann man ja auch nicht ewig behalten. Auch wenn man sie immer wäscht und sowas alle, aber irgendwann sind die auch so ausgefranst oder so. Dann kriegst du da ja auch kein vernünftiges Make-up mehr hin. Und wie gesagt, da habe ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so viele. Ich glaube nur noch die ganz platten hier. Ja. Aber die nehme ich dann halt für so Glitzer. Starkes Glitzer, starken Glitzer-Lidschatten und presse mir den dann damit. Ja, ich würde sagen, durch das Weiß jetzt darunter leuchtet das Grün natürlich noch mehr, ne? Ich packe mir das bis vorne hin, schön hier oben verblenden und auf der anderen Seite verblende ich mir das auch nochmal hier hoch. So, ja, welche Farbe packen wir uns denn jetzt unten hin? Da unten hin, da unten hin. Ich glaube, ich werde die Farbe hier nehmen. Dieses Grün von der Lacura. Werde ich mir hier sofort auf den Finger packen und dann, ja. Oh ja. Ja gut, das hat jetzt, ist jetzt kein Smaragdgrün wirklich, aber ich denke, dass ja, Smaragdgrün, gut, da kannst du jetzt eigentlich ja auch nicht sagen, dass immer alle Smaragde die gleiche Grünfärbung haben, ne? Aber du musst halt auch mit ein bisschen hell hier arbeiten, weil sonst wird es echt komisch, ne? Du kannst ja nicht grün auf dunkelgrün, auf dunkelgrün, auf dunkelgrün, da hast du ja nichts von. Dann sieht dein Look ja hinterher ein bisschen Banane aus, ne? Also ich bin ja immer wieder, nee,
Nee, die andere Seite. Nee, im anderen Finger. Ich bin ja immer wieder begeistert von diesen Lakura-Paletten. Also wenn man da wirklich, wenn die noch mal, ich hoffe, dass sie noch mal so eine Aktion haben. Ich schätze, so vor Weihnachten wird das bestimmt noch mal kommen. Zur Weihnachtszeit. Dass man halt, ja, dass die sowas wieder haben in der Aktion. Ah, da werde ich mir sofort, werde ich mich dann eindecken mit alle Paletten. Damals habe ich nur noch zwei bekommen, weil alle weg waren. Da musst du aber wirklich morgens um 8 Uhr da sein, ne? Sonst schnappen die alles weg. Die müssen wohl alle bei YouTube sein, die Mädels, oder uns alle gucken. Das kann auch sein. So, also das finde ich jetzt schon mal sehr schön. Und jetzt machen wir das dunkle Grün hier von der Loud and Proud Palette, dieses in der Mitte. Setze ich mir jetzt nach außen. Ich hoffe, es funktioniert. Ja, gibt schon mal gut Farbe auf dem Pinsel. Halt, um hier etwas Tiefe reinzubringen. Wegpusten brauchen wir es auf dem Pinsel nicht. Nee, wegpusten brauchen wir es nicht. Nee, das kann man so lassen. Fallout, ja. Ja. Ich gehe mir mit dem Finger rein und presse mir das so ein bisschen hier hin. Ja, dann geht es besser. Aber wirklich pressen, so tupfen. Tupfenmäßig mache ich das, weil sonst mir die Farbe wieder weggeht und da möchte ich das auch so bei belassen. Dann tupfe ich mir nämlich noch von dem hellen rein. Dann ist das auch so, wie ich das haben möchte. Ja, die Farbe tupft man wirklich besser auf, wenn man hier schon zwei Farben hat. Palette ist jetzt nicht schlecht. Gerade schon das Weiß begeistert mich ja. Und den Rest, also jetzt wirklich, wenn man schon so zwei Farben aufgegeben hat, einfach drauf tupfen, ne? So reinpressen. Dann sitzt die Farbe aber auch. Das finde ich gut. Ich hatte die nämlich noch nicht getestet, die Palette. Und bis jetzt gefällt sie mir. Werden wir natürlich auch noch so einen richtig großen Test machen, ne? Aber so das Grün finde ich schon mal sehr gut. Ja, da können wir hier unsere Tesas abziehen. Einmal mit dem Kabuki-Pinsel schön hinterher. Und ich mag dieses Akkurate einfach, ne? Eigentlich könnte ich mir jetzt ja noch nur so einen Lidstrich ziehen. Ich habe einen grünen Eyeliner. Aber der ist eher Neon. Boah, nee, ne? Nee. Das ist too much. Nee. Nee. Ja, nicht. So, ins Augeninnere. Leute, ganz ehrlich, aber ins Augeninnere. Das ist aber eher blau, ne? Ich muss das mal eben. Nee, das ist grün. Da lacht mich diese Farbe irgendwie an. Komm, die nehmen wir auf jeden Fall jetzt. Die nehmen wir, die nehmen wir. Ja. Die nehmen wir mit einem kleinen Pinsel. Da habe ich ja hier so einen schönen von Essence, so auf beiden Seiten. Ich gehe mal immer noch, auch wenn ich den vorher schon sauber gemacht habe, aber trotzdem immer noch einmal da drum. So, und dann Inner Corner. Ja. Oh, schönes Ding. Wer parkt denn da schon wieder? Der Briefmann? Der Briefmann, genau. Der Postbote! Ich denke ja, uns wird das Auto nicht laufen lassen. Naja, der Experte ist drüben. Der kann, wenn er die Tür aufmachen. Abgeschrägten Pinsel. Macht der denn da draußen? So, da
gehe ich jetzt in die dunkle Farbe von der Riva Loves Me Palette. Ich glaube, er hatte keine Post. Ich habe es nicht bimmeln gehört. Und wenn dann nur Briefe. Dafür bimmelt er ja nicht. So. Ein bisschen verblenden. So, ja, das ist doch mal schön. Finde ich gut. Grün gefällt mir. Ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben? Ich bin irgendwie ein bisschen Banane. Wir machen die jetzt erstmal zu hier. Nicht, dass hier alles rumfliegt. So, ja, dann kommen wir zum Highlighter, würde ich sagen. Ne? Ja, genau, Highlighter. Da habe ich mir den rausgesucht von Rival de Loop, den Highlighter. Das ist dieser hier. Müssen wir erstmal gucken, wo mein Pinsel ist. Nehmen wir den hier. So, dann geben wir uns mal den Highlighter auf. Das ist der Silver, 01 Silver. Ich habe es auch schon öfter gebraucht. Den finde ich einen schönen, kühlen Highlighter. Der passt jetzt aber auch besser dazu wie ja, ein goldener, ne? Also ich finde das jetzt mit dem Weiß darunter richtig gut, ne? Das muss ich mir, dieses Weiß, verwahren in der Palette. Da weiß ich, dass ich da nichts extra kaufen muss. Sondern Steffi Sparfuchs ist wieder unterwegs. Sondern kann das nehmen als weiße Unterlage. Wenn ich das mal will. Wenn ich richtig so setten will mit richtig schöner weißer Farbe, dann nehme ich die, ne? So, dann noch unter die Augenbraue setze ich es mir aber trotzdem. Noch ein bisschen Glitzer haben. Da kommt das jetzt natürlich noch besser zur Geltung durch das Weiß. Ja, super, 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 super. So, ja, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ich denke, die meisten werden es schon mitbekommen haben, da ich ja so viele Mascaren habe, teste ich immer in meinen Schminkvideos zwei Mascaren, zwei Augen, zwei Mascaren, ne? Und diesmal, ich ziehe da immer, ja, irgendeine Mascara raus, ich habe ja so eine riesen Box voll. Da habe ich einmal jetzt für die rechte Seite die Alterra, die ist noch gar nicht so alt. Das war, glaube ich, eine Limited Edition auch. Da gibt's, könnte es sogar noch geben. Ich weiß aber jetzt nicht genau. Alterra Naturkosmetik Curvy Mascara mit Hyaluron mit geretteten Bio-Aronia-Beeren. Das ist diese hier. Ja, finde ich ganz witzig. Mit geretteten Aronia-Beeren, ne? Hat ein Kunsthaarbürstchen. Und riecht auch nach Beeren. So richtig schön beerig. Kunsthaarbürstchen. Ja, lassen wir uns mal überraschen, ob das taucht. Ich weiß es nicht. Und auf der linken Seite packe ich mir drauf die, wahrscheinlich schon die, ja, die Gewinnerin ist, wa? Glam & Doll Catrice Mascara. Das ist aber nicht die wasserfeste. Gummibürstchen. Riecht auch richtig gut. Und ja, wollen wir mal gucken, wer von den beiden das Rennen macht und mir die besseren Wimpern, ne? Wir sehen uns gleich. So, da sind wir wieder. Und jetzt fangen wir an mit der Alterra. Da bin ich echt gespannt. Ich habe hier unten irgendwie so ein Vieh drin. So.
ich nehme ja schon einige Zeit mein Wimpernserum von La Cura und muss da echt sagen, dass das funktioniert. Habe ich, glaube ich, heute schon in mehreren Videos gesagt, aber ich kann es immer nur ans Herz legen. Ich finde es mega. Ich hätte das nie gedacht, aber irgendwie die Claudi, ne, von Claudis Welt, die hat mich so ein bisschen damit angefixt. Bei ihrem Wimpern, was daraus geworden ist, das finde ich immer Wahnsinn. Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, da muss es doch mal was für mich geben, aber ich will nicht so viel Geld da ausgeben. Wimpernserien können ja echt schweineteuer sein. Und da habe ich für mich eine günstige Alternative gefunden. Von La Cura. Und bis jetzt enttäuscht die mich so gar nicht. Oder enttäuscht mich das Serum so gar nicht. So, die erste Schicht von der Altera. Ja, gut. Gut, ich würde sagen, das ist jetzt nicht schlecht. Sie macht, ja, das Schwarz machen wir dann hinterher weg. Sie trennt die Wimpern schön, super schön. Naja, schauen wir mal die nächsten Schichten dann an. Ne? Also jetzt die Catrice. Die hat ja das Gummibürstchen und das haut sofort rein. Ne? Irgendwie sind Gummibürstchen, machen die irgendwie mehr Wärme auf dem Auge. Weil guck mal, damit bin ich jetzt schon mit der ersten Schicht durch, ne? Aber ich liebe, Leute, ich liebe Mascaren testen. Ne? Ah, ich würde am liebsten alle Mascaren kaufen, die es gibt auf der Welt und mich da immer so durchtesten. Und ja. Ja, die Glam & Doll ist schon der Knaller. Ne? Wir machen jetzt die zweite Schicht von der Altera drauf. Auf jeden Fall macht die Altera unheimlich schöne weiche Wimpern. Sie macht keine schlechten Wimpern. So ist das nicht. Das ist jetzt die zweite Schicht. Glam & Doll. Das ist schön, ne? Da bin ich verliebt in diese Mascara. Wow. Wow. Wir machen aber noch eine dritte Schicht, ne? Gucken wir mal, was die so jetzt in der dritten Schicht im großen Finale so kann, diese Altera. So vorne, da sind mir diese Wimpern gewachsen, vorne diese kleinen. Und viel dichter geworden. Und viel mehr. Ach, das ist schön. Ich war ja immer zu faul, ne? Abends Wimpernserum aufzutragen. Ich glaube, ich hatte schon 2, 3 Stück. Und irgendwie war ich immer zu faul, mir das aufzutragen. Aber diesmal ziehe ich das wirklich durch, dass ich das jeden Tag auftrage. Und es wirkt. Ich hatte es sogar mit dem Urlaub. Jetzt muss ich gleich noch eben an der einen Seite, weil der Altera habe ich nämlich ein bisschen gekleckert. Ja, gewonnen hat jetzt definitiv bei mir die Glam & Doll, ne? Ganz klar, ganz klar. Gleich kommen wir mal zum Fazit. Ich muss jetzt erstmal hier mir das Schwarz wegmachen. Und wenn so eine Mascara eintrocknet, kriegt man das auch ganz schnell wieder weg. Und wenn ihr dann natürlich das nicht alles, oder besser gesagt euch den Lidschatten, ja, mit weg macht, dann lasst ihr einfach erstmal die Palette stehen, geht mit dem Finger rein und packt hier wieder euren
Lidschatten drauf und fertig, ja, ist die Chose. No? Ah, jetzt habe ich mich, ja. Jetzt habe ich selber Blödsinn gemacht. Was mache ich denn hier? Ja. Da war das noch nicht ganz trocken. Das war noch nicht ganz trocken an der Stelle. Habe ich denn mein Kapuzin? Hä? Hallo? Ach, falsch reingesteckt. So, so, nochmal hinterhergehen. Fertig. Ja, was soll ich jetzt sagen? Gewonnen hat da definitiv die Glam & Doll, ne? Ja, ist so. Obwohl die jetzt hier nicht schlecht ist, die Alterra. Warte, ich gebe hier hinten nochmal, das stört mich so ein bisschen hier. Die ist jetzt nicht schlecht, ne? Die ist nicht schlecht, aber ich habe bessere für mich. Also, sie macht tolle Wimpern, so ist das jetzt nicht. Aber, wie gesagt, sie hat jetzt kein Gummibürstchen und, ja. Die macht schöne Wimpern, ne? Schöne gleichmäßige Wimpern. Aber da ich ja wirklich auch schon so viele habe, wird die weiter wandern in ein Aufgebraucht-Video. Und Aussortiert-Video. Ja, ist so. Irgendwo muss man sich auch mal verabschieden. Und wenn die nicht so Bäm macht, wie sie soll, dann macht die mehr Bäm. Von Glam & Doll. So. Ja, ich habe mir jetzt auch. Eigentlich wollten wir ja das immer so in einem machen. Aber diesmal glaube ich. Werde ich das nicht machen mit grüne Lippen, sondern ich habe hier von Manhattan Endless Color & Shine eine Lippenbutter. Vielleicht werde ich mir da so ein bisschen in die Mitte setzen. Ich muss mal gucken. Dies ist diese Farbe und die geben wir uns jetzt erstmal auf. Der ist zum Rausdrehen. Mmh. Oh, der riecht wie Zuckerwatte. Wie Kirmes. Mhm. Also das ist eine richtige Lippenbutter. Sehr schön. Oh. Mhm. Hast einen schönen Glanz. Und ich würde sagen, Leute, da packen wir jetzt kein Grün rein, ne? Das lassen wir mal so, weil das gefällt mir so. Ja, dann sind wir fertig mit dem Smaragdgrünen Look. Ja gut, er ist jetzt nicht so smaragdgrün geworden, aber dann hätten wir wirklich dunkel in dunkel in dunkel machen müssen. Und das wollte ich halt nicht. Aber es ist ein grüner Look und, warte mal eben. Warte mal eben, ich habe hier doch eine ganz tolle Farbe drin. Sonst triggere ich mich irgendwie selbst. Ich weiß nicht. Ja, oh. Hm? Das ist doch auch mal was. Ach, Leute, ich probiere so gerne aus, ne? Star Trek, Star Wars lässt grüßen, ne? Ich finde es nicht schlecht. Würde ich so rausgehen? Ich weiß es nicht. Ach, ist doch egal. Es ist doch egal. Man sollte so rausgehen, wie man sich wohlfühlt. Und das ist ja einfach auch mal nur eine Idee. So. Tada! Ich würde sagen, ich bin fertig. Könnt ihr auch gelbe Zähne, ne? Das ist jetzt nicht so toll. Aber ja, es ist auch etwas grün auf den Lippen, so wie ich das immer mag bei diesen Videos. Es muss sich das Grün immer überall wieder finden und das findet sich jetzt auf den Lippen wieder. Ganz was anderes. Ja, meine Lieben, nochmal von nah. Das ist der fertige Augen-Smaragd-Look. Scharf, ja. Zu. Oh.
und ja, ihr wisst ja, ich bin ein bisschen verrückt, ne? Und Grün musste jetzt einfach noch irgendwas auf die Lippen, weil in den anderen Videos habe ich das ja auch gemacht. So, vom Weiten. So, das ist der fertige Smaragd-Look. Ich hoffe, er gefällt euch und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Und was haben wir denn danach eigentlich? Wir haben, ja genau, jetzt den Smaragd gehabt. Und dann haben wir den Juni schon. Meine Güte, das ist Perlmutt. Oh, und Perlmutt schimmert ja in den verschiedensten Farben. Ja, da bin ich mal gespannt, was ich mir da so einfallen lasse. Ja, meine Lieben. Na, nochmal die drei Paletten. Tada, tada und tatarata. Ja, und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Macht es gut. Tschüss.